Ich glaube, der Berg ist trauriger geworden, seit ich nicht mehr hier bin. Hawk, ich hätte der Hüterin niemals allein gegenübertreten können. Ich hätte nie gedacht, dass mir ein Mensch dabei helfen würde. Ein Stück Geschichte, Daddy. Niemand hat mich je verstanden. Weder die Hüterin, noch mein Clan. Nur ihr. Sobald der Illuvian fertiggestellt ist, werden sie euch für alles dankbar sein, was ihr für sie getan habt. Das ist nicht wichtig. Selbst wenn sie mich für alle Zeiten hassen sollten, weiß ich doch, dass ich ihnen geholfen habe. Ihr seid die erste wahre Freundin, die ich jemals hatte. Martha Ranas, Lethalan. Ich habe etwas für euch. Oh! Habt ihr das etwa von Meister Elen? Bei Mythal. Habe ich irgendeinen wichtigen Anlass vergessen? Das tut mir leid. Ich werde es wieder gut machen, versprochen. Ich muss wohl den elfischen Warnhinweis, dieses Geschenk verursacht schreckliche Schuldgefühle, übersehen haben. Ich werde bei meinen Einkäufen in Zukunft umsichtiger sein. Ich... Natürlich. Ihr wolltet mir einfach nur eine Freude machen. Niemand hat mir je zuvor ein Geschenk gemacht. Nur nützliche Dinge. Werkzeuge oder Kleidung, weil ich sie brauchte. Nicht einfach nur so. Martha Ranas. Ich werde einen schönen Platz dafür finden. Den Kunari scheint es hier zu gefallen, sonst würden sie nicht so lange bleiben. Soweit ich das beurteilen kann, gefällt den Kunari überhaupt nichts. Das kann nicht stimmen. Irgendetwas muss ihnen gefallen. Sonnenschein, Schmetterlinge, Regenbögen. Sobald ich einen Kunari sehe, der einen Schmetterling bewundert, Meryl, seid ihr die Erste, die es erfährt. Warum schicken wir... Möge der Erbauer euch leiten, Hawk. Kann ich den Templern vielleicht bei irgendetwas helfen? Hab Dank für euer Angebot. Aber nach dem, was vor 3 Jahren mit Tarani geschehen ist, hat die Kommandantin unsere Reihen abgeschottet. Unsere eigenen Leute werden wöchentlichen Befragungen unterzogen und sie hat jegliche Zusammenarbeit mit Außenstehenden beendet. Es ist schwer, genügend Rekruten zu finden, um unsere Zahl auch nur stabil zu halten. Ich höre immer wieder von der Kommandantin. Wann kann ich sie persönlich kennenlernen? Ich fürchte, sie hat sich seit eurer Ankunft in Kirkwall noch weiter zurückgezogen, Hawk. Und vor allem während der letzten 3 Jahre war sie äußeren Einflüssen gegenüber ausgesprochen misstrauisch. Ich frage mich langsam, ob nicht irgendetwas vorgefallen ist. Als Hauptmann ist es anders hier. Fühlt sich fast an wie Familie. Hawk.
Mir ist gleichgültig, was sonst noch vor sich geht. Wir haben nicht über Leandra gesprochen. Wie geht es euch? Meine Mutter ist tot. Mein Herz ist gebrochen. Ich könnte jetzt sagen, wenigstens kanntet ihr sie. Aber das würde mich fast mehr schmerzen als euch. Ich habe nur Erinnerungsfetzen von unfassbar langem Haar. Aber von meinem Vater... Eine Sache könnte ich euch erzählen, wenn ihr wollt. Ich würde im Moment lieber darauf verzichten, aber ich weiß, den Gedanken zu schätzen. Gut, das reicht vielleicht auch. Wenn ihr etwas braucht, dann geht und holt es euch selbst. Mir hat das geholfen und so sehr unterscheiden wir uns gar nicht. Offenbar ist es noch nicht genug, dass die Kunari mein politisches Leben bestimmen. Jetzt müssen sie auch noch das verderben, was mir am Herzen liegt. Es geht um meinen Sohn, Seamus. Ihr habt ihm doch nicht das Leben gerettet, nur damit er es jetzt vergeudet, indem er zum Kunen übertritt. Er ist zum Areal der Kunari aufgebrochen. Ich bitte euch, Sarah Hawk, überzeugt Seamus davon, wieder nach Hause zu kommen. Er ist erwachsen. Und somit ist es doch eigentlich seine Entscheidung. Ich will ja, dass er seinen eigenen Weg findet. Aber in meiner Position, ihr wart eine gewaltige Inspiration für ihn. Und ich will ihm seinen Idealismus ja lassen, aber er darf ihm nicht blind folgen. Im besten Fall werden meine Gegner nur behaupten, mein Amtssitz sei nun in den Händen der Kunari. Und im schlimmsten Fall verliere ich meinen Sohn. Ihr wisst, dass das nur mit Problemen enden kann. Das wäre doch passend, denn genau damit hat das ja alles auch angefangen. Mein Sohn ist kein Narr. Er wird sich der Vernunft nicht verschließen. Und ihr seid in der besten Position, um ihm die Gelegenheit dazu zu bieten. Ich bitte euch, tut, was ihr könnt.